Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, wie ihr seht, gibt es endlich ein kleines Flipthrough durch meinen Bookjournal. Ja, ich habe dieses Jahr 2018 dasselbe Bookjournal vom Format, also das ist auch ein Leuchtturm, aber ich habe diesmal eine andere Farbe. Das ist, glaube ich, Beere oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, ich werde jetzt jedes Jahr eine andere Farbe haben und das will ich so durchhalten, dass es halt irgendwann mal so ein ganz buntes Regal gibt. Aber auf jeden Fall habe ich hier jetzt meine ersten, so die Einleitungsseiten und die ersten zwei Monate für euch. Und ja, wir wollen mal einfach mal anfangen. Ich öffne mal mein Buchjournal. Ich habe hier ein Spruch. Da steht, mir wird des Öfteren gesagt, ich beneide dich um die Kraft, mit der du immer wieder aufstehst, anfängst. Ich antworte dann, ich beneide dich darum, dass du diese Kraft nicht brauchst. Ja, ich dachte, das passt immer mit so einem Neuanfang, neues Jahr und sowas, passt es immer ganz gut. Deswegen habe ich das hier also als Startseite. Dann habe ich hier mir wieder so ein Dashboard gemacht mit schönem Papier. Das ist ein Geschenkpapier und, Tesa. Und das benutze ich, Entschuldigung, das benutze ich im Moment sehr gerne dafür, wenn ich E-Books ausgelesen habe, dass ich die mir hier für den jeweiligen Monat draufschreibe, weil ich es sonst einfach im Lesemonat vergesse. Das ist mir schon zweimal jetzt passiert, dass ich es vergessen habe. Deswegen habe ich, mache ich mir immer hier vorne so eine Seite mit dem neuen aktuellen Monat und gucke halt immer, dass ich mir immer, sobald ich das E-Book fertig habe, draufschreibe, was ich gelesen habe. Wenn ich dann drinnen dann den Monat reinschreibe, dann gucke ich immer hier vorne, ob da irgendwas steht, dass ich das Jahr nicht übersehe und deswegen, ja. Dann geht es hier weiter, habe ich wieder hier so dieses Index überklebt, das habe ich auch in meinem letzten Jahr gemacht. Da steht, you can find magic wherever you look, sit back and relax and all you need is a book von Dr. Seuss oder Seuss, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Fand ich sehr schön, das habe ich von Pinterest mir einfach runtergeladen und als wieder so ein Fotokleber beim DM ausgedruckt. Da muss ich nichts irgendwie mit kleben oder sonst irgendwas und es hat eine sehr schöne Qualität einfach, deswegen habe ich das so gemacht. Dann habe ich hier Hello 2018. Auch diese Startseite habe ich auf Instagram gesehen und habe sie einfach abgezeichnet. Die Zahlen waren dort ein bisschen anders, das also das waren hier so mit Blümchen und so irgendwelche Muster. Das war mir aber ein bisschen too much und deswegen habe ich sie nur einfarbig gestaltet, die Zahlen und habe diese Ranken drumherum gemacht. Mir gefällt das sehr gut so als Startbildschirm und ja, falls die Kamera ein bisschen wackelt, das liegt daran, dass ich sie ein bisschen festhalten muss, weil sie so sehr schräg hängt und sonst würde mein Stativ das Gewicht nicht halten. Deswegen halte ich die Kamera ein bisschen fest. Ich hoffe, das wackelt nicht allzu sehr. Ich versuche nicht so viel zu wackeln. Dann habe ich ebenfalls ein bisschen was geändert hier in der Gesamtbeschreibung von YouTube-Abonnenten. Ich wollte ja weiterhin nachverfolgen, wie die Abonnentenzahl so steigt oder fällt. Das interessiert mich ja doch sehr und das einfach so im Auge zu haben, habe ich immer für jeden Monat halt wie nennt man diese Dinger? Ich weiß es gar nicht. Hier ein Blendentext. gezeichnet und trage nur noch die Abonnentenzahl, die am Ende des Monats ist. Denn es sind doch sehr starke Schwankungen teilweise in den Monaten und innerhalb des Monats und deswegen, ich finde das halt einfach nicht mehr so interessant. Ich gucke halt einfach jeden Monat dann einfach am Ende des Monats, ob irgendwas gestiegen oder gefallen ist. Ich hatte zwischenzeitlich eine Senkung, macht jetzt aber auch nichts. Das ist einfach so und am Ende des Monats trage ich dann halt immer eine Zahl ein, wie es aktuell zu Ende ging, der Monat. Und das reicht mir vollkommen so als Übersicht. Es ist klein und fein und gefällt mir sehr gut.
Dann habe ich mir ebenfalls so einen Baum, Wolken, was auch immer gezeichnet. Das habe ich mir einfach so selbst überlegt. Meine Videos in 2018. Und zwar wollte ich mal gucken, wie aktiv ich in den jeweiligen Monaten war. Deswegen schreibe ich mir immer rein, wie viele Videos ich pro Monat gemacht habe. Wie ihr seht, habe ich schon seit Mai meine Videos nicht mehr gezählt. Ich bin nicht besonders, ja, regelmäßig in meinen Book Journal. Aber ja, ich habe das vorgehabt und ich werde das auch noch aufholen. Wir sind ja jetzt mittlerweile im August. Ich werde das noch aufholen, aber langsam. Auf jeden Fall möchte ich mal einfach so eine Übersicht haben, dass ich ja, dass ich mal sehe, einfach wie aktiv bin ich in den jeweiligen Monaten. Wie man sieht, war ich im Februar bisher sehr aktiv und dann im April wurde es weniger und bis August wird es, glaube ich, immer weniger. Ja, das hat so ein paar Gründe, aber ja, auf jeden Fall wollte ich das so machen. Dann habe ich bei einer Booktuberin gesehen, dass sie eine Komplettliste geführt hat über ihre Bücher, die sie in dem Jahr gelesen hat, wo sie dann halt immer sehen konnte, wie viel habe ich bis jetzt denn schon gelesen. Und das habe ich ja auch eingebaut. Books Read 2018 und habe einfach, hier vorne steht dann immer der Monat so in Klammern, wann der Monat anfing und dann halt die ganzen Bücher und dann geht halt wieder der nächste Monat und so weiter und so weiter. Und die roten markierten Bücher sind meine Highlights gewesen. Also wie ihr seht, sind schon ein paar dabei. Es geht auf der nächsten Seite weiter. Ich habe mir viel Platz gelassen. Ich bin jetzt mittlerweile, wir haben heute den 16. August und ich bin bei 95 Büchern, mittlerweile sogar 96, weil ich noch eins beendet habe zwischenzeitlich, das ich noch nicht eingetragen habe. Also wie ihr seht, läuft mein Jahr dieses Jahr sehr, sehr gut. Und ich kann nur hoffen, dass es noch besser wird. Und deswegen habe ich mir halt hier ein bisschen Platz gelassen, dass ich noch ganz viel eintragen kann. Dann sind wir hier bei der Challenge für dieses Jahr. Ich habe mir nur eine einzige Challenge vorgenommen, und zwar Reihen beenden. Es läuft so mäßig bis gut. Also ich habe 1, 2, 3 Reihen fast beendet. Also da fehlt mir noch der 8. Den werde ich definitiv noch in diesem Jahr lesen, wenn jetzt nicht noch ein 9. rauskommt. Dürfte ich die beendet haben, aber wie ihr seht bei den anderen Reihen, ach ja, ich habe da irgendwie einfach keine Lust drauf. Ich weiß nicht, ob ich die Reihen nicht einfach aussortieren soll, weil ich irgendwie keine Lust habe, weiterzulesen. Das ist eigentlich immer ein sehr schlechtes Zeichen für die Reihe. Auf der anderen Seite möchte ich das Juwel unbedingt zu Ende lesen. Also vielleicht, naja, vielleicht ein, zwei Reihen werde ich dieses Jahr noch schaffen, aber ich denke, die Challenge wird jetzt nicht so optimal sein. Naja, aber ich habe hier so einen Überblick. Die gelesenen markiere ich natürlich an, die ungelesenen nicht. Und ja, bin gespannt, wie es wirklich ganz am Ende des Jahres aussieht. Mal schauen. Und dann fangen auch schon die Monate an. Und ich habe mir auf Pinterest ein paar Bilder geholt. Ich habe euch ja, glaube ich, im letzten Video vom letzten Jahr erzählt, dass ich unbedingt mehr zeichnen möchte, weil es eigentlich früher meine Leidenschaft war, ich es aber lange, lange Zeit jetzt vernachlässigt habe. Deswegen habe ich gedacht, ich baue das mal in mein Bookjournal ein. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, auf Leinwand zu zeichnen oder sonst irgendwas, aber mein Bookjournal führe ich ja immer regelmäßig. Deswegen habe ich jetzt angefangen, mir für jeden Monat, und das werdet ihr in weiteren Videos noch sehen, eine Startseite zu machen. Diese Startseite mache ich immer bewusst auf dieser Seite, also dass diese leer ist, damit das einfach für sich selbst wirkt und nicht so überladen ist. Also so ist ein bisschen minimalistischer. Und ich habe mich einfach auf Pinterest mal ein bisschen umgeschaut für den Monat Januar und habe dieses Bild gefunden. Das habe ich dann einfach abgezeichnet und mit Watercolor-Buntstiften gezeichnet. Die sind dann natürlich, wenn man jetzt Wasser drauf tut, noch wesentlich kräftiger. Ich habe aber immer nur so ein bisschen die Farben an der Zunge angenässt und dadurch halt teilweise halt einfach etwas kräftigeren Schwarz gekriegt und teilweise etwas helleres. Und deswegen, ich bin super zufrieden mit diesem Bild. Ich liebe dieses Bild für den Januar. Das ist, ja, es freut mich immer, das anzusehen. Und ich versuche so ein bisschen immer den Monat anzupassen, das Bild. Und ja. Weil ich dieses Bild halt schon ziemlich durchgedrückt habe, wollte ich eigentlich
Lesemonat auf diese Seite tun, werdet ihr im späteren Verlauf sehen. Hier habe ich es noch auf dieser Seite allerdings aufgeklebt. Also ich habe das auf einer separaten Seite gemalt und dann hier draufgeklebt, denn ich wollte nicht, dass das durch das Schreiben auf dieser Seite so ein bisschen durchdruckt auf diese. Deswegen habe ich es einfach nur aufgeklebt. Aber mein System habe ich weiter beibehalten. Die Bücher sind als Gesamtüberblick auf meinem Lesemonatstapel und die Fäulchen markieren wieder die 5-Sterne-Bücher, damit ich so einen Überblick immer habe. Hier sind weiterhin die Uploads, dass ich sehe, wann ich welches Buch hochgeladen habe und unter anderem halt auch, wie oft ich ein Video hochgeladen habe, beziehungsweise wie viele Videos ich hochgeladen habe. Die Seite ist auch jedes Mal gleich, denn mir gefällt die vom Aufbau super mit diesem Streifen hier, mit dem Washi-Tape und oben mit diesen Kameras, Washi-Tape. Das gefällt mir einfach so gut, das habe ich einfach beibehalten. Und dann fängt mein Lesemonat an. Auch das ist ebenfalls genau gleich geblieben. Ich habe immer einen Titel, Autor, Seiten, Bewertung, Genre und Art. Ich hatte noch letztes Jahr Thema. Das habe ich jetzt diesmal weggelassen, denn um ehrlich zu sein, finde ich das jetzt nicht so interessant. Bei manchen Titeln kann man schon rausnehmen, was es für ein Thema hat. Bei manchen, habe ich gemerkt, fehlt es mir extrem schwer, ein Thema zu dem Buch auszusuchen. Also wenn es jetzt so allgemein war, was schreibe ich denn da rein? Liebesgeschichte, das konnte ich halt bei jedem zweiten Chiclet-Roman reinschreiben. Und deswegen habe ich das Thema einfach weggelassen und habe einfach nur für mich halt die ja, das Wichtigste, Relevante reingeschrieben, wenn ich mal das Buch irgendwann mal suchen sollte oder sonst irgendwas, dass ich es finde. Das hier habe ich mir auf Pinterest ausgedruckt, wieder auf diesem Fotopapier. Das finde ich, ich fand das so süß, diese Katze, die da so diesen Schnee anguckt, der da auf sie fällt. Es passt einfach zu Januar, deswegen habe ich es dahin geklebt. Und ja, diese Bücher... Cover habe ich wieder beibehalten, das ziehe ich auch weiterhin so durch, denn ich finde, das Auge erinnert sich oftmals noch mit und wenn mir den Titel nicht sagt, dann sagt mir spätestens das Bild etwas. Meine größte Enttäuschung in diesem Jahr, ich war so traurig, ich liebe Mary E. Pearson und dann diese enttäuschende Fantasy-Roman, ah ja, ja, ja. Ja, aber sonst bleibt alles gleich, ich habe ja am Ende wieder... meine Mangas, Comics und Graphic Novels, die habe ich einfach immer nur in eine Liste gefügt und hinten dran geschrieben, ob es jetzt ein Manga oder eine Graphic Novel ist, dass ich das einfach weiß. Als neu habe ich mir einfach die Sparte Humor noch, denn manchmal lese ich halt so Bücher, die wirklich einfach nur kurze, knappe Bilder haben, wie, keine Ahnung, Bauarbeiten aus der Hölle oder irgendwie so, ja, was habe ich gelesen, diese Diagrammbücher, die möchte ich jetzt nicht... tatsächlich in die Manga, Comics, Graphic Novels reinschreiben, aber auch nicht zu den richtigen Büchern. Deswegen habe ich hier so eine Sparte Humor. Da habe ich die reingenommen. Und am Ende ist wieder die Statistik jeden Monat. Da zähle ich wieder auf, in wie viele Bücher, wie viele davon Print waren, wie viele E-Books, wie viele habe ich abgebrochen. Eventuell ein Hörbuch kommt dann auch noch dazu. Und neu trage ich mir hier... keine Seitenzahlen mehr ein, denn das habe ich ja schon mal erwähnt in dem Video. Seitenzahlen interessieren mich persönlich jetzt gar nicht, wie viele Seiten ich am Tag gelesen habe, denn ist es ja irrelevant. Hauptsache man liest und es macht Spaß. Und deswegen habe ich hier mir immer so ein Highlight und Flop jeden Monat eingetragen. Ist auch für mich einfacher, wenn ich mir dann die Jahreshighlights drehen will, dass ich einfach nur ganz kurz hier drauf gucken muss und dann kann ich die Jahreshighlights mir rausschreiben, die Flops rausschreiben und die Videos schnell drehen. Ist einfach handlicher für mich und übersichtlicher. Mein kleiner Hamster, der immer was kommentiert hier, der ist auch wieder mit am Start, der bleibt auch so. So, und da haben wir auch schon den Februar. Wie gesagt, die Seite bleibt schön leer, damit das hier einfach besser wirkt für mich. Und das ist ein Bild, das habe ich auch beim Pinterest gesehen. Allerdings sind es zwei Bilder, die ich zusammengefügt habe, weil an den Luftballons hing ein anderes Tier. Ich fand aber diese Fuchsi so süß. Deswegen habe ich das so ein bisschen kombiniert. Mir gefällt es sehr gut und... wie man an den Flecken hier so von der Farbe so ein bisschen erkennt, das entsteht halt, wenn man die Farbe teilweise in den so ein bisschen anfeuchtet und teilweise halt nicht. Und ich finde das sehr, sehr schön, diesen Effekt. Und deswegen
ja, feuchte ich die halt immer nur so ein bisschen im Mund an, die Farben. Ansonsten lasse ich die einfach. Und ja, und so ist für den Februar halt Liebe bei Valentinstag und so. Und deswegen fand ich das sehr, sehr schön. Hier habe ich dann meinen eigenen Gedanken befolgt und habe hier die Seite freigelassen und den Lesemonat dann auf dieser Seite gemacht, damit es halt eben einfach nicht durchdrückt. Und aber alles gleich behalten. Bei mir wechselt ja immer so diese Umgebung, auf dem die Bücher liegen oder im Regal sind oder sonst irgendwas. Hier habe ich ein kleines Blümchen oben drauf gemalt. Ja, aber ansonsten bleibt das immer gleich. Auch die Uploads bleiben ganz gleich. Und ja, wie gesagt, die Seite gefällt mir sehr gut und die will ich so beibehalten. Und den Lesemonat wieder mit den Covern, damit es halt einfach schön ist. Und die Statistik am Ende wieder mit Highlights und Flop. Ich hatte in diesem Monat mehrere Highlights, das hat mich sehr gefreut. Und ja, und die nächste Seite von März kann ich euch schon mal spoilern, sieht so aus. Das habe ich mit einer Schablone gemacht und einem Stempelkissen für Stempeln, also so praktisch so ein Stoffteil, wo man halt einfach dann so draufdrückt und den Stempel, die Stempelfarbe benutzt und habe mich mal an einem Lettering versucht. Mir gefällt es sehr gut. Ich habe das bei Pinterest gesehen und habe das dann abgemalt. Es gefällt mir wirklich sehr gut, die Seite, obwohl das jetzt nicht was Gezeichnetes ist, sondern einfach mal ein bisschen was anderes. Ich mag die Seite total. Und ich finde, März ist so ein Monat, wo ich jetzt persönlich nicht irgendwie was so das Ausschlaggebende, wie jetzt an Ostern ein Hase oder sonst irgendwas hab. Und deswegen wollte ich mal was anderes ausprobieren und ich liebe diese Seite. Ich finde die total toll. Meine Lieblingsfarbe grün und ja, hier oben habe ich auch noch ein glinzendes Washi-Tape in grün und ach ja, ich mag die Seite total. Aber ich mag alle meine Seiten. Ich bin super zufrieden mit meinem Book Journal. Und ja, das soll es jetzt mal für das erste Video sein. Die nächsten Monate werde ich euch dann auch noch zeigen. Da habe ich aber leider noch die Cover auch nicht eingeklebt. Deswegen gibt es dann die restlichen Videos dann bald. Aber nicht mehr heute. Für heute soll es das mal sein. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euch besonders gut gefällt, was ihr so nicht nachvollziehen könnt. Einfach so Kritik, Anregungen, Ideen, Vorschläge, eigene Erfahrungen. Ich freue mich über alles und hoffe von euch zu hören. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ihr mögt. Macht's gut, bis dann.